Zusammen und willkommen zurück. Spotted Hopfache, The Real Farmer sind wieder am Start. Wir sind an einem neuen Tag angelangt und ich habe das mit dem Karton verladen erstmal sein lassen. Ich habe die Flaschen noch alle abgeladen und jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Holz machen, damit das hier mal vorangeht. Und wenn wir mal gucken, hier das Lohn daneben bringt Stroh. Stroh ohne Ende. Also es geht auf jeden Fall voran hier. Wir müssen auf jeden Fall als erstes Hackschnitzel machen. Das ist wichtig. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal den Forst-LKW. Jo, der steht hier. Na komm, wieso? Ach, fahr doch. Zeit, ja. Dann gucken wir mal, was heute so passiert. Hier auf. Zack, zack, zack. Ja, irgendwie. Wir werden auf jeden Fall alles hier. Da kommt das nächste Stroh. Meine Güte. Das geht ja hier voran. Da können wir mal Stroh ins Kraftwerk schmeißen. Will der was von uns oder will der nichts von uns? Ups. Gucken wir mal. Ich glaube, der telefoniert gerade. Moin, Herr Hirsch. Hallo, Herr Ramoslo. Sie sind fleißig da, dabei. Abgeerntet, gepresst, alles wunderbar. Das hört sich doch sehr gut an. Ich würde gleich Ihnen noch den Biodiesel hochbringen. Der sollte fertig sein. Den würde ich Ihnen gleich hochbringen. Und ja, dann hätten wir das alles so abgehandelt. Genau, der Biodiesel muss runter auf meinen Hof, zum Komposter gleich reingekippt am besten. Okay, dann kippe ich den da rein und es kann der laufen und dann passt das ja alles. Ja, wenn Sie schon da sind, hätte ich gleich Folgeaufträge für Sie. Okay. Wenn Sie möchten. Notiere ich mir das mal. Das ist Hirsch. Jo. Und zwar müssten beide Felder im Grunde erst gedüngt, dann gepflügt werden. Also die 102 und die 103. Düngen, pflügen, cool. Dann passt das ja wunderbar. Ja. Weil geht noch weiter. Da weiter benutzen. Dann müsste die 102 mit Gerste angesät werden und die 103 mit Hopfen. 103 Hopfen, Gerste, düngen, pflügen und nochmal düngen dann, oder? Wegen zwei, ja, also mit, wenn Sie eine Sämaschine mit Düngefunktion haben, dann haben wir das ja gleich abgehandelt sozusagen. Hopfen, ja, bei der Gerste, ja auch. Ja, wunderbar. Dann gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Wir müssten aber zuerst noch einmal das große Feld beim Herrn auf der Heide pflügen. Danach würden wir dann rüberkommen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht so eilig.
Aber auf jeden Fall wissen Sie, was zu tun ist bei mir. Jo, ich weiß Bescheid. Jo. Gut. Dann schönen Tag noch. Und gut, ebenso. Tschüss. So, oh, ja. Und schon fahren wir uns wieder fest. Klingelingeling, klingelingeling. Jo, der Herr Hirsch, schönen guten Morgen. Hallo Herr Hirsch, was ist denn bei Ihnen kaputt? Wieso? Man kann Sie ja gar nicht mehr besuchen. Ja, es ist nur unten, die Einfahrt ist gesperrt. Wir haben ja oben noch die zweite Einfahrt. Ich musste da dicht machen, weil ich ja hier am Baum fällen bin. Und Sicherheit geht vor, müssen Sie verstehen. Ja, ja, nee, weil ich bin da gerade dran vorbei. Ich sag, was ist denn hier kaputt? Herr Hirsch, wie sieht's denn aus? Wir bräuchten jemanden, der uns einen Auftrag gibt. Einen einzigen Auftrag. Um was geht es denn? Am Shop würde ein Wasserfass stehen. Ja. Wenn man das einmal befüllen würde und zur Zuckerfabrik fahren würde. Okay, ist das ein... großes Wasserfass. Ein Wasserfass, also ein Auflieger. Richtig, der ist hinten dran. Mhm. LKW dazu, ist aber keiner da, oder wie? Ist auch da. Es ist alles da. Man kann reinspringen und man kann loslegen. Ach so, gut. Und das zur Zuckerfabrik hoch. Ja, könnte ich gleich machen. Weil dann können wir endlich mal mit dieser blöden Zuckerkacke da mit dem Zuckerding starten. Ja. Nächste Frage. Geld, sagen Sie mir dann bitte, was wir dafür kriegen. Ja. Dann habe ich noch die Geschichte mit den Kartonagen. Ja, die sind in Arbeit. Ich hatte geguckt, da ist noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, bis da was ist. Ich denke mal, heute im Laufe des Tages wird das, denke ich mal, noch was werden. Okay, haben Sie denn noch jemanden anderen, den Sie da beliefern? Oder, nee, Kartonagen sind Sie im Moment der Einzige. Das hört sich schon mal gut an. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich da auf jeden Fall melden. Ja, wie ist das? Hatten Sie eigentlich Hackschnitzel geholt? Ja, stimmt, genau. Wir müssen das mal abrechnen. Und zwar waren das aber nicht 60.000, sondern 70.000. 70.000. Okay, wir machen einen Preis von 200 pro. Alles gut. 1000 Liter. Und ich hätte eine Frage: Haben Sie Interesse an Hafer? Ja, auf jeden Fall. Wir kaufen alles ab. Okay, da würde ich mich dann nochmal melden. Also ich habe knapp 57.500 Liter Hafer hier. Immer 100 bis 300 Euro mehr. 100 bis 300 Euro mehr. Das hört sich sehr gut an. Wie gesagt, dann würde ich mich jetzt um das Wasser gleich kümmern. Genau. Wäre natürlich sehr praktisch, dann können Sie sich da noch 1.000 oder 2.000 mehr drauf verdienen, wenn Sie uns das Hafer dann liefern könnten. Ja, das ist kein Problem, den habe ich hier im Ding liegen. Na, wie heißt es? Auf dem Auflieger. Soll das dann zu Ihrem Lager da unten bei Ihrem Hof hin? Richtig, richtig. In das ganz große Lager unten. Hm? Okay, gucke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das, wann ich das schaffe, aber auf jeden Fall melde ich mich, wenn ich dann unterwegs bin. Wenn Sie es abgeliefert haben, ganz einfach kurz im Preis schreiben und dann überweisen wir das. Jo, okay. Machen wir. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Ciao. Tschüss. So, ich werde gleich wegen dem Hackschnitzel vorbeikommen. Gut, dann fahren wir nochmal zurück. Können wir nämlich in der Zwischenzeit ein paar Strohballen in das Sägewerk ballern. So.
erstmal beiseite stellen. Ja, Hirsch, guten Tag. König, hallo. Hallo, Herr König. Kann sie mal die Straße ist hier abgesperrt? Ja, Sie müssen einfach an Feld 102, 101, 100 vorbeifahren. An der 96 auch noch, da haben wir noch eine zweite Einfahrt. Ich muss da so dicht machen, weil ich da am Bäume fällen bin. Okay. Also ich einfach gucken. Einfach quasi um den Wald rumfahren, dann sehen Sie das schon. Okay. Bin gleich da. Jo, bis gleich. Na, fallt ihr doch weg. Was soll denn das? Das funktioniert. Da kommt er ja schon. So, machen wir mal ganz kurz hier. So. Ja, mein lieber Schwan, das ist aber ein Gelände hier. Ja, braucht man auch. Hallo, Herr König. Hallo. Hackschnitzel, fahren Sie einfach mal hier drunter. Okay. Da können Sie alles klar beladen. Das geht automatisch, oder? Müsste eigentlich gehen, ansonsten muss ich das kurz machen. Probieren Sie einfach mal, ob das okay geht, ansonsten liefern Sie gucken die wir auch gleich aus, mal. Die Hackschnitzel? Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden gerade. Ob Sie die Hackschnitzel auch ausliefern? Kann ich auch machen, ja. Okay, also es ist nur mal eine Frage, falls es mal Not am Mann ist. Ja, ist kein Problem. Okay. Fuhrpark ist groß genug. Ausgemacht, oder? So 1000 Liter. Genau. 150, okay, haben wir gesagt, ja. 30.000 Liter würde ich jetzt doch abnehmen. Der ja. Der Container hat mehr als gedacht. Ja, ich habe über 100.000 habe ich hier drin, also kein Problem. Okay. Ah, wissen Sie, dieser Anhänger hat hinten eine Knickdeichsel. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das kenne ich. Also ich habe ja auch verschiedene IT-Runner. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem? Naja, ich habe ihn jetzt noch nicht so lange, aber... Ich habe einen LKW mit IT-Runner und der macht nur merkwürdige Sachen. Also da bin ich gar nicht mit zufrieden. Den werde ich auch wieder verkaufen. Aha. Da kann ich teilweise nicht abkippen, teilweise wenn ich den IT-Runner-Container absetze, fliegt mir der LKW durch die Luft. Ich weiß nicht, ob hier Geister sind oder was, ich habe keine Ahnung. Oh.
Hört sich aber nicht so toll an. Nee, das ist gar nicht. Also ich, wie gesagt, ich hatte da schon mehrfach jetzt Probleme, deswegen habe ich gesagt, das Ding kommt weg auf jeden Fall. Na gut, läuft ja, sieht ja gut aus. So. Naja, also ich werde, wir sind ja hier der einzige Hackschnitzelproduzent im Umlauf. Genau. Ich denke mal, wir werden noch öfter Geschäfte machen. Ja, wie gesagt, immer gerne. Wie Sie sehen, Bäume haben wir genug hier, die wir zu Hackschnitzel verarbeiten können. Ja. Also da wird uns, denke ich mal, das Material nicht so schnell ausgehen. Okay. Gut, dann, was macht dann? Taschenrechner, 150, 30.000, 4.500 Euro. Alles klar. Dann gebe ich das Ihnen gleich bar. Ja, bar ist immer gut. So. Jo, wunderbar. Dankeschön. Und ich melde mich dann, wenn ich wieder mehr brauche. Jo, immer gerne. Wiederschauen. Schönen Tag noch. Tschüss. So, dann können wir hier weitermachen. Wir müssen uns auf jeden Fall hier noch einen Ballenspieß besorgen. Aber wir machen jetzt erstmal auf den Weg mit dem Ding vom Auf der Heide. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ab in LKW und zum Shop rüber. Da müssen wir nur gucken, dass mich dann nachher jemand wieder zum Shop zurückfährt. Zum Shop. Also gucken, wo wir da irgendwo Wasser holen für den. Ja gut, können wir gleich hier oben, wo wir auch für unsere Flaschenproduktion, das sollte gehen. Hirsch, guten Morgen. Hallo, Bär hier. Hallo Rudolf, was gibt's denn? Wir hatten ja gestern schon mal telefoniert zwecks den Forstarbeiten, wo ich dich gefragt habe, ob du der Förster hier im Ort bist. Ja, genau. Und da haben wir ja doch über diese befallenen Bäume gesprochen. Da habe ich jetzt nochmal mit Hammer Rammelsloh telefoniert und würde ich gerne eine Besichtigung der Gegebenheiten machen. Und ich habe jetzt mit dem Herrn Rames um 14 Uhr ausgemacht. Passt das dir? Wo wäre das denn? Das ist da an der Ecke Feld 104, 106, 174. Warte, muss ich mir mal kurz auf der Karte angucken. 100. Das ist kurz bevor es die Serpentine hinuntergeht. Ach da, ja, 106 da unten, okay, ja, 14 Uhr, das kriege ich hin. Alles klar, dann treffen wir uns da um 14 Uhr und dann gucken wir uns mal an, wie die Bäume da ausschauen. Genau. Super, so machen wir es, bis dann. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. So, dann ist das wohl hier der LKW vom Auf der Heide. Ja, machen wir los, aber ich denke mal, alles weitere wird es dann wohl in der... Oh, halt. Nichts sollte ausmachen. Hallo? Motor aus. Ne, alles weitere dann in der nächsten Folge, denn wir sind am Ende für heute.
Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen da lassen, Kommentare schreiben. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich gerne auf dem Discord melden. Ich würde mich freuen. Ja, schaut beim Franken Andi, beim Chris LP und beim Manuel Zockt auch vorbei. Das sind die anderen Perspektiven hier in diesem Projekt. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge.